und damit, hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum ersten Video von Sea of Solitude oder übersetzt auch See der Einsamkeit. Ich wollte Alleinheit erst sagen, Einsamkeit. Ich glaube, es ist ein Indie-Spiel, der mal wieder durch Zufall auf dem oder im Play Store gesehen und ist da geil aus. Und ich bin gerade wirklich auf so ein Indie-Game-Trip. So wie ich habe jetzt. Untold Stories oder Stories Untold habe ich ja erst hochgeladen und wie heißt es? The Suicide of Rachel Forster oder so. Geiles Spiel. Da bin ich jetzt gerade auf dem Trip drauf. Jo, Sea of Solitude. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe nur irgendwas gesehen mit irgend so einer Hauptfigur, die aussieht wie so ein Werwolf. Munchwolf, wollte ich gesagt haben. Menschwolf. In einem Boot. Erinnert mich ein bisschen an Life of Pi. Bloß mit einem riesigen. Mit dem Fieder. Gut, worum es geht, keine Ahnung. Will man ja erfahren. Scheint aber recht interessant zu sein. Wow, erstmal Nutzungs. Ja, komm, bla. Da haben wir's. Okay, sieht auf jeden Fall schon mal interessiert. Weiter, Abschnitt laden, Einstellung. Erstmal Einstellung. Grundsätzlich Einstellung. Audio. Es ist. Genau, Mittel. Textsprache Standard. Englisch. Standard. Deutsch. Lass mal auf Standard auf Deutsch. Boah, was ist denn? Boah, laut. Kamera-Check. Okay, bla bla bla. Grafik. Kann ich eh nichts ändern. TAA-Chef. Ich habe keine Ahnung, was sich da jetzt ändert. Geschweige denn, was TAA überhaupt ist. Was ist TAA, Mann? Googeln. TAA. Ich habe da keine Ahnung von. Ich bin nicht so Computer bewachsen. TAA Schärfe. Oh, ich habe RAA geschrieben. Nein? TAA. Kantengleiche Nein, nicht MAA. TAA. TAA ist eine momentan sehr gute Postprozessor-Lösung, dessen wenig Leistung braucht, aber sehr gut Aliasierung erhebt. Die meisten wissen ja. Ich habe keinen Plan. Ich knall jetzt einfach mal voll auf die Mitte. Gut, lassen wir zur Steuerung. Gucken, na, schauen wir gleich sehen. Oh, was war das? Okay. Allgemein. Mit mir eine blaue. Okay, tschüss. Neues Spiel. Dieses Spiel behandelt Themen wie seelische und emotionale Gesundheit, die für Spiel belastet sein. Okay, Solitude ist ein persönliches Projekt über das Thema Einsamkeit. Das ist inspiriert von meinen eigenen Erfahrungen und Wahrheiten, die mir erzählt wurden. Case Reise soll zeigen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein und das Leben einzunehmen. Sowas ist zum Beispiel richtig geil. Wenn so Entwickler ihre eigene Geschichte, Persönlichkeit in das Spiel reinmachen, das kann einfach nur geil werden. Hoffe ich. I'm still trying to piece it together, but I can't. I'm completely torn apart. I have family, I have friends, and yet here I am, feeling lonely again. What is wrong with me? I'm so tired of it. So damn tired. There must be a way out of here. I want to change it. Change me! Okay, entspann dich, Mann. Du kannst dich nicht ändern. Akzeptier das. Gut. Der Grafikstil ist auch schon recht gut, muss ich sagen. Gefällt mir.
richtiges, ja, comic-mäßiges. Where am I? And why is it so dark? A light. Maybe I'm not alone after all. Okay, cool, ne? Eigentlich, das ist auf jeden Fall. They might need help. I should get closer. Okay, ich kann auf jeden Fall Kamera drehen. Ah, ah, ich kann mich bewegen. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier ein Haus. Ich komme, aber ah, komm nicht weiter. Eine unsichtbare Wand. Oh, die Musik ist jetzt schon wieder hart geil. Oh, jetzt sind wir. Das erinnert mich ein bisschen an Zelda, die Grafik. Gleich weiter. Vielleicht Pin geben? Ne. Kann aber ja nichts machen, außer. Oh, die Musik ist gut. Die Musik ist richtig gut. Gefällt mir mal. Hey! Are you alright? Kay! You're here again! How do you know who I am? What a silly question. Here. I have a present for you. Be safe. Das ist sie bloß in besser gelaunt. Oh, das ist doch entspannt. Wow. I haven't seen the sun in. I don't remember. That's better. Are you ready, Kay? Wow. How did she... Huh. I must be imagining this. I know who you're looking for. What? Who do you mean? Not telling. This flare belongs with you. Now you can use it too. Go on, shoot it. Shoot it? Waiting for us. This girl is so strange. Das bist du. In nicht deprimiert. Was hat denn hier eine Stadt? Hotel. Der Plan ist back to black. It's so beautiful. It reminds me of Venice. Hast recht. Wow, Steuerung, oh, ich muss. Hab ich jetzt. Mach mal Google aus, man, das blinkt die ganze Zeit, ich weiß gar nicht warum. So, Google aus, hau ab. So. You're so slow. Wow. Come on. Spannend, ich hab nur ein Boot, Mann. Oder sie hat nur ein Boot. You're it. What? I'm gonna get you. Never. So, ich kann jetzt. Huh. Now I know the flare can't go through walls. Oh, schade. Habe ich denn irgendwie eine begrenzte Anzahl von den Dingern? Gut. Okay, ich muss sie halt jetzt suchen jetzt. You got me. This isn't fair. You can fly and be invisible. Oh no. Not now. I'll make her leave you alone. Wait. Don't leave me here. Wer war das denn jetzt? Weißt du, das Riesenmonster? Girl,
bringe mir irgendwas. Wow, wow, wow. Kane, you worthless piece of shit. You have no idea what you're doing, do you? As usual. I'm trying. She knows my name. Did you do something to the girl? She is as fake as you are, so I ate her alive. Was ist mit dir, Mann? Oh, tschüss. Oh, kann ich dich attackieren? Was ist das, du Vieh? Das hatte ich auch, Mann. Hast du eh nicht. Okay, ich kann von Bord gehen. Oh, nice. Ich kann sogar laufen. Ich habe gedacht, da wäre die ganze Zeit nur auf dem Boot. Ich kann sogar... Also ich kann... Wo ist er jetzt so leise? Also ich kann springen, laufen und Lichtkugeln schießen. Ich schaue ein bisschen hackelig hier. Aber das... Das geht aber wohl klar. What the hell? Why? This has got to be a dream, right? Ich kann... Oh, das sind auf R1. Nix. Doch, ja. Nee. What are those things? There's something trapped in there. It shines like... The girl! Could she still be alive? Halt, Herr Zeug. Next one. Stop looking at me. Get the light away. Das wahrscheinlich sie ihre eigene I need to find more light. Verbitterheit oder sowas. Ja, Verbitterheit? So ein dummes Wort. Ihre schlechte Stimmung. Sich statt selber so scheiße zu reden. Oh, okay. Maybe she's still alive. Ah! I knew you would come back. Come a little closer, so I can see you better. No thanks. What the fuck geht hier ab, Mann? Seems dangerous. I'll look somewhere else. Ja, die sieht scheiße gefährlich aus, Mann. Oh, da war was. Flaschenpost, einfach nur, ich hoffe, jemand findet meinen Brief. Diese Straße war eins, wirklich hübsch. Jetzt erkenne ich sie kaum wieder, was wohl passiert ist. Okay, 39, also noch 38. Okay, muss ich wieder hochkommen. Girl? Hello? Are you out there? Komm ich irgendwie da rein? Nee. Sollte ich vielleicht schließen. Ich finde es auch gut, dass es hier kein HUD gibt. Keine Karte, keine Lebensanzeige, gar nichts. So ist es mal gut.
und sich viel besser darauf konzentrieren. Aber wie komme ich jetzt? Where am I? The city looks so real. Die Frage ist, wo ist sein Boot? Sucher. Wer sucht, der findet. Ja, und du? Ja, hast du so gedacht, du Blitzbirne, du? Was ist hier? Was war denn? Eine von 32 Möwen. Okay. Soll ich denn da hinkommen, bitte? Ach so, das. Für die Haussicher. Aber heißt, hier gibt es auch noch irgendwo was. Vielleicht kann man auch nur dahin schwimmen oder so. Wo ist das Mistvieh? Da ist er. Ich wollte hier gerade rein. Naja, du hast das aber nicht, ne? Boom! Komm, hau ab, Mann. Naja, hast du wohl so gedacht, ne? Nicht mit mir. So, nun. Was bringt mir das jetzt, wenn ich hier hoch bin? Nein, du Seite. Ist doch nothing. Frage ist, muss ich da hinten hin? Wo ist das Mistvieh, Mann? Da ist es. Ich hör sie gar nicht. Okay, ich muss also wahrscheinlich da rüber. Hab ich da. Komm, noch langsamer, hopp! Sieh zu, dass du einen Meter machst. Ciao. Richtig, ciao. Wie soll denn das funktionieren? Also heißt, ich muss ja mehrere. Ah. Ja, so ist aber viel schöner, da gebe ich dir sogar recht. Oh, da oben ist eine Flasche. Oh, da ist eine Hand. Was ist das? Halt. Was ist das für eine Hand hier? Aber das Spiel gefällt mir jetzt schon wieder richtig gut, ey. Ich stehe ja auch wirklich gerade Zeit auf so Spiele mit so einem richtig. Klingt jetzt komisch, deep im Hintergrund. Beispiel bei Untold Stories mit dem Unfall und sowas. Richtig gut.
Tschu. Zwei. Auf irgendwo noch eine Flasche. Da. Ne, und eine Möwe. Schuh. Möwe Nummer 3. Muss ja immer noch dieses komische Missvieh von Muschel da platt machen. Oh, ich kann da rein. Okay, was ist hier? Warum ist sie so schwarz komisch? Achso, ja. Wow. Hätte ich auch direkt aber durchlaufen können. Und gibt's hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Was ist das Ende? Aber ich glaube, so weit kann ich auch gar nicht schwimmen. Ich glaube, da geht irgendwann unter. Nicht da lang schwimmen. Und ich kann sogar. Ne, auf X war das. Doch, X macht schnell schwimmen. Power Swimming. Ich hab gedacht, da oben stehen zwei Leute, aber das ist ein Schornstein. Girl? Da oben. Ergo, ich muss ins Haus. Durchs Haus. Flasche! Ach, ich Trottel, das ist. Ich lese das gar nicht. Ich depp. Turn. Turnhalle. Ist das von der Deutschen? Oder gibt's Turnhalle im Englischen auch? Where did all this water come from? Ich kann ja nicht. And what happened to the people? Hello? Turnhalle gibt's ja nur nicht. Da oben ist noch eine Möwe, oder? Hier war es eins viel grüner wie in unserem Garten daheim. Anscheinend kommen die Besitzer nicht mehr her, genau wie alle anderen. That's the first monster I met here. There must be another light nearby. Maybe I can make her leave. Wieso willst du sie alle. Achso, ah, ja. Alles gut. Ich würde sagen, hier ist eine Möwe. Schuh! Das war eine nice Kamera-Move, ey. So, ah. Cool. Pschuh. So, wo bin ich denn jetzt wieder hier? Ich kann einfach zu viele Wege nehmen. Gehen wir erst hoch. Hoch ist immer am besten. Meistens immer eine Möwe oder eine Flasche. Da siehst du. Pschuh. Ach, da oben sind's alle. Also ein paar viele Möwen. So, was ist hier? Eine Flasche. Ich glaube, wir. Entspann dich. Gibt es etwas wie Hass auf den ersten Blick? Du wirst sehen, was ich meine, wenn du die wütenden Goldfische triffst. Ja, es gibt Hass auf den ersten Blick. Es gibt immer Leute, die findest du einfach direkt kacke. Bei Goldfischen weiß ich jetzt nicht, aber bei Menschen, man kennt. Da ist irgendwie so ein Heinz, der da kommt. Also, Heinz ist jetzt nur ein Beispielname. Und du kannst einfach direkt null leiden. Wer kennt's nicht? Ich hätte nur Hampelmann nehmen können. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich weiterschreibe. Alle anderen sind fort und die Vorstellung, dass er da rausnehmen ist, spendet mit etwas Trost. Kann ich verstehen, wenn du ganz alleine bist. Wo ist. Boom, da. Komm ich da hoch? Ich glaube nicht, das ist einfach nur ein Turm. Nö. Gut, dann. Found it. Huh?
Verderbtheit. Alter, schätzt mich. Why didn't you do anything? What are you talking about? I do lots of things. You only think about yourself. You're a fraud. That's not true. I try to help people. Stop saying I don't. Oh. All you care about is yourself. That's why you will fail. What the? That monster doesn't know me at all. My boat! Ciao, ey! Was ist denn hier los, Mann? Das Spiel ist auf jeden Fall nicht Kinder unter 12 geeignet. Safe nicht. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel ist. 16, also so. Ja, psychische Krankheit ist halt ja, so kann man es ja auch nicht nennen. Ja, weiß ich nicht. Kann man da psychische Krankheit nennen? Einsamkeit, Verderbtheit. Jetzt hier runter, Mann. Ach nö. Ja, so ein Müllvieh. Ich also, komm hier hin. Am Arsch, für mich da ganz runter. Ich hoffe, ich kann hier so runterspringen. Also mal checken, wo das Vieh ist. Ist irgendwo da hinten. Kann ich. Los, 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 los! I'm so glad to have you back. Hahaha. Erwischt. Da komme ich wahrscheinlich nicht rüber, oder? Nein. Kapitel 2. Mixed Emotions. Also, stimmt. Stimmungsschwankungen. Ach, Tonhalle will ich ja schon. War ich nicht gerade noch eine Brücke? Ah, ne, die ist da hinten. Zeigt es mir, Leuchtkugeln. Ihre einzige. Oder einziges Licht, was sie jemals hatte, wurde von ihrer Verderbtheit, heißt es ja, glaube ich, Verdorbenheit, gefressen. Danke für gar nichts. Da komme ich aber nicht mehr. Hier aber. Verderbtheit? Gibt es das überhaupt? Verdorbenheit, Verdorbtheit? Oh. Gucken, was jetzt kommt. Wieder du, kannst du nicht einfach mal gehen, Mann? Du bist doch komplett listig. Komm hier nach oben. Ja, brauchst gar nicht versuchen. Bin schon dazu. Das ist hier echt von dem Blitz. Oh oh, Wasser. Der schreckt sich sogar vor dem Blitz. Ha! Geilo. Richtig gut. Oh oh, oh oh, oh oh. Wow, entspann dich. Mach mal nicht so einen Stress hier. Meine Herren. Zack, 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 zack. Wo war's denn? Wow, Leute. Jetzt gibt's sogar Fliegenviecher, Flugviecher? Wait. That monster.
It seems familiar. Maybe it will help me get out of here, wherever here is. Es war hell. Auf jeden Fall. Hey, hast du das fliegende Mädchen gesehen? Ich bin schon zum dritten Mal so weit gekommen, die sollte mir eigentlich helfen. Das war halt kein Mädchen, das war ein Monstermann. What? Komm ich hier irgendwo hin? Ne, das ist das Monster. Oh, das Blutvieh. Okay, da von der Tasche raus. Gut, komme ich so nicht hin. Das heißt, hier muss irgendwo eine Leiter sein. Sollte irgendwo eine Leiter sein. Ich komme ja da gar nicht so hin. Reicht doch. Ne, wäre ja dumm, wenn ich jetzt hier runterspringe. Obwohl, das Vieh kann gar nicht hinkommen. Theoretisch. Ja, da kommt ja noch nicht hoch. I need to get my board through the gate somehow. Du kommst hier nicht durch. Das ist ein Möwe. Ich weiß nur, wie komme ich da hoch? Machen wir's so. Schuh. Katschu. Sex. Ah, da. Das Vieh ist einfach mal vorm Tor. Der bringt mir nur nichts, Mann. Ich muss ja erstmal das Ding öffnen. Ah. Und jetzt ganz schnell weg hier. Boot, 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 Boot. Ich muss aber eine Flasche noch kriegen. Das ist... Aber ich hab kein... Muss ich echt den ganzen Weg wieder zusammen? Oder muss ich mich da erst hin, wenn ich das Boot hier hin verfrachtet habe? Kann natürlich auch sein, dass ich erst das Boot holen muss. Und dann dahin kommen. Hier ist nix. Okay, komme ich wohl weiter, aber hier ist nix. Doch. Eine Möwe. Schuh, Schuh. Weg mit dir, Möwe.
Was auch immer die ganzen Leute nur machen. Gut, ich denke, ich hole erstmal das Boot und dann wird sich wahrscheinlich die Brücke da reparieren. Hoffe ich. Weil ich nämlich das Boot benutze, ist dann hier alles schön happy, fröhlich, toll. Sobald ich aussteige. Oh. Boah, ich mich da schrocken. And what are you? You remind me of the girl. Oh, do you know her? She's like you, bright and glowing. Can you lead me to her, please? Wow, wow, wow. Okay, komme ich dann doch nicht hin. Gut. So, Leute, ich würde mal sagen, dann beende ich auch mal hier das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei, oder schön, dass ihr überhaupt mit dabei wart und Bock drauf hattet. Ja, dann werden wir uns hier Kapitel 2 mal beenden, im nächsten Video. Und mal sehen, wie es weitergeht. Also, mir gefällt das Spiel jetzt richtig, schon mal richtig. Es hat einfach den Charme an sich, dass man weiß, die Entwicklerin hat auch ihr Herzblut und so hat beigeschickt. Wer ist gefunden? Mir gefällt es auf jeden Fall jetzt schon. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, was hier noch alles so kommt. Aber es reizt mich auch richtig gerade. Jo, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne beim nächsten Mal dabei. Würde ich ganz gerne mich sehr drauf freuen. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Bis dahin und tschö mit Ö.